Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich zu unserer letzten Simon-Wiesenthal-Lektion im heurigen Jahr. Freue mich, dass Sie wieder gekommen sind. Und ich bin wieder ganz kurz und übergebe sofort an die Moderation. Diesmal Bertrand Perz und ich freue mich ganz besonders, Ulrike Juret, die aus Hamburg zu uns gekommen ist und die jetzt Bertrand Perz vorstellen wird. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Liebe Freundinnen und Freunde des Wiener Wiesenthal-Instituts, sehr geehrte Damen und Herren, freut mich, Ihnen heute als unseren Gast Ulrike Juret vorstellen zu dürfen. Ulrike Juret ist Historikerin. Sie hat von 1983 bis 1989 Geschichte, Theologie und Sozialpädagogik an der Universität Münster-Westfalen studiert und hat 1998 an der Universität Hamburg promoviert zum Thema Erinnerungsmuster zur Methodik lebensgeschichtlicher Interviews mit Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager. Schon zuvor war sie unter anderem an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, war nach ihrer Promotion als Postdoktorandin an der Universität Bielefeld und dann an der Universität Hamburg in einem Forschungsprojekt tätig. Von 2000 bis 2004 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sprecherin im Team der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 bis 1944, also der zweiten Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Wie Sie wissen, nicht unumstrittenes oder sozusagen in vieler Form sozusagen konfliktreiches Projekt, das sicher auch nicht einfach durchzuführen war. Sie ist seitdem am Hamburger Institut für Sozialforschung tätig. Ulrike Juret lehrt darüber hinaus an verschiedenen Universitäten wie in Bremen, Hamburg und Lüneburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Sozial- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Biografie- und Lebenslaufforschung, politische Kollektivität, Oral History, Generationenforschung, Erinnerungskultur- und Gedächtnisforschung und was sich mit einem Projekt verbindet, das, wie sie mir zuerst gesagt hat, eben abgeschlossen worden ist. Sie beschäftigt sich mit dem Raum als politischen Ordnungsbegriff. Sie hat dazu ein Forschungsprojekt eben durchgeführt mit dem Titel Das Ordnen von Räumen, Lebensraum als politisches Ordnungskonzept, ein Projekt, das sich mit dem Wandel politischer Territorialität vom 19. zum 20. Jahrhundert beschäftigt und sozusagen einen Bogen von der frühen Neuzeit bis 1945 spannt. Ja, es ist eben, glaube ich, vor ein paar Tagen fertig geworden und wird wahrscheinlich, nehme ich an, nächstes Jahr als Publikation vorliegen. Stichwort Publikationen. Ich möchte einige ihrer Publikationen erwähnen. Sie hat sich eben mit dem Thema zum Thema Generationen und unter anderem publiziert Generationenforschung in Göttingen 2006 zusammen mit Michael Wild eine Arbeit über Generationen herausgegeben zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegriffs. Sie hat publiziert zum Thema eben Lebensgeschichten, Oral History, unter anderem mit Beate Meyer einen Band herausgegeben mit dem Titel Verletzungen, lebensgeschichtliche Verarbeitung von Kriegserfahrungen und mit Karin Orth über Lebensgeschichte, Gespräche mit Überlebenden des KZ Neuengamme. Publikationen sozusagen erstrecken sich eben auf ihre verschiedenen Forschungsschwerpunkte, sehr vieles zum Thema, also einen Band zur politischen Kollektivität, vieles eben auch zum Thema Erinnerungs- und Gedächtnisforschung und diese Frage von Erinnerung ist auch der Band, der sozusagen vor kurzem erschienene Band gewidmet,
gefühlte Opferillusionen der Vergangenheitsbewältigung ein Thema, über das sie heute Abend auch sprechen wird. Ja, ich freue mich, dass du hier in Wien bist. Wir haben uns länger nicht gesehen und ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ja, Bertrand hat es schon erwähnt, das Buch Gefühlte Opfer. Vielleicht vorab, das Buch habe ich zusammen mit Christian Schneider geschrieben. Das Buch hat aber zwei getrennte Teile, bei dem ich sozusagen für den historischeren Teil zuständig bin und Christian Schneider als Psychoanalytiker zu diesem Thema geschrieben hat. Das Buch ist keine empirische Studie, also wir haben nicht Erinnerungsprojekte untersucht, verschiedenster Art, sondern das ist ein Versuch, eine Debatte anzuregen, eine Debatte über den Zustand der deutschen Erinnerungskultur, über die gängigen Muster und ein Plädoyer dafür, diese Erinnerungsmuster auch zu historisieren und danach zu fragen, wie sind wir eigentlich an diesen Punkt gekommen, an dem wir heute stehen, welche Herausforderungen gibt es heute und wie können wir diesen Herausforderungen begegnen, vor allem mit den Mustern, die sich, ich sag mal, in den letzten 40 Jahren in Deutschland in Bezug auf das Gedenken an den Holocaust entwickelt haben. Ich werde in den etwa nächsten 45 Minuten versuchen, die Gedanken und Thesen aus dem Buch vorzustellen. Dabei wird es zum einen darum gehen, danach zu fragen, was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff oder unter dieser Formel gefühlte Opfer. Der zweite Teil wird sich etwas theoretischer befassen mit der Frage, auf welchen Theorien beruht eigentlich unsere Erinnerungskultur und tragen die eigentlich noch? Und der dritte Teil wird sich eher darauf beziehen, vor welchen Herausforderungen wir stehen und wie das mit dem, was wir in Deutschland im Gedenken an den Holocaust praktizieren, ob und wie das zusammenpasst. In einem Brief an Walter Benjamin vom 29. Februar 1940 verwies Theodor Adorno darauf, dass eine Theorie des Vergessens von einem Konzept ausgehen müsse, das Vergessen nicht als Negation begreift. Nur ein solches Verständnis entspreche den Bedingungen, Erfahrungen in der Moderne zu machen. Das Vergessen, so schrieb Adorno nach Paris, sei sowohl Grundlage dafür, Erfahrungen zu machen, als auch sie zu reflektieren, oder mit seinen Worten, Zitat, ob ein Mensch Erfahrungen machen kann oder nicht, ist in letzter Instanz davon abhängig, wie er vergisst. Zitat Ende. Entscheidend für unser Thema hier heute Abend scheint also nicht das Ob, sondern das Wie des Vergessens zu sein und das für eine Erinnerungskultur, die sich wie kaum eine andere der Vergegenwärtigung des Holocaust und anderer Massenverbrechen verpflichtet fühlt und nicht müde wird, dem drohenden Vergessen entgegenzuwirken. Wie passt das zusammen? Wenn man davon ausgeht, dass Vergessen im gedächtnistheoretischen Horizont nicht in der Bedeutung aufgeht, die ich hier mal verkürzt mit einer Löschtaste gleichsetzen möchte, dann wird es im Folgenden darum gehen, einer Grundfigur des kollektiven Erinnerns nachzuspüren, die ich hier erst einmal mit dieser Formel gefühlte Opfer benennen möchte. An dieser Figur wird zu zeigen sein, wie eine Gesellschaft, man möchte fast sagen trotz obsessiven Erinnerns, sowohl einen Verlust von Geschichte erlebt, als auch von einer Latenz irritierender, zum Teil unerwünschter, zum Teil widersprechender Erinnerungen geprägt ist. Vergessen wir möglicherweise auf spezifische Weise gerade dadurch, dass wir erinnern
oder sogar gerade, weil wir meinen, ohne Unterlass erinnern zu müssen? Es wird Zeit, unsere Muster und Formen des Erinnerns zu historisieren. Dafür ein Blick zurück. Norbert Elias beschrieb 1977 die damalige Situation in Westdeutschland als eine Spirale der Selbstzerstörung. Die bundesdeutsche Gesellschaft laufe angesichts terroristischer Anschläge und staatlicher Gewalt Gefahr, Zitat, in eine Eskalation der Furcht verwickelt zu werden, in eine polarisierende Eskalation der Konflikte zwischen denen, die die Errichtung einer kommunistischen Diktatur und denen, die das Wiederkommen einer faschistischen Diktatur in Westdeutschland befürchten. Zitat Ende. Diese gesellschaftliche Spaltung führte Elias auf eine ausgebliebene Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit zurück, durch die die Bundesrepublik in eine tiefe und auch generationell strukturierte Krise geraten sei. Während ein erheblicher Teil derjenigen, die den Nationalsozialismus noch selbst erlebt hatten, so täte, als wenn nichts geschehen sei, hätten sich vor allem Nachwachsende vom politischen System entfernt und im Marxismus das Gegenmodell zum autoritären Staat gesucht. Elias markierte damit einen gesellschaftlichen Wandel der 60er und 70er Jahre, den er eng an die generationelle Aufarbeitung und Weitergabe des Nationalsozialismus gebunden sah. Dieser Konflikt mündete nicht nur in eine gesellschaftliche und auch politische Neuorientierung, er brachte auch nachhaltige und für die damals generationelle Konfliktlage typische Muster der Vergangenheitsdeutung und Aufarbeitung hervor. Einige Jahre später, 1985, hielt der Bundespräsident Richard von Weizsäcker aus Anlass des 40. Jahrestages des Kriegsendes in Europa eine in seiner Wirkung wohl kaum zu überschätzende Rede. Die Aktualität dessen, was Elias vorher gesagt hatte, schien hier nochmals gesteigert worden zu sein. Von Weizsäcker, dessen Rede ja überwiegend an der Frage, ob man vom Zusammenbruch oder von der Befreiung in Bezug auf das Kriegsende reden sollte, bekannt geworden ist, formulierte darüber hinaus im Deutschen Bundestag allerdings noch eine weitere Grundfigur des historischen Erinnerns. Ich werde jetzt daher eine Passage aus der Rede zitieren. Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen, das kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschrieben machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Das jüdische Volk erinnert sich und wird sich immer erinnern. Wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade deswegen müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. Die Erfahrung millionenfachen Todes ist ein Teil des Innern jedes Juden in der Welt, nicht nur deshalb, weil Menschen ein solches Grauen nicht vergessen können, sondern die Erinnerung gehört zum jüdischen Glauben. Das Vergessen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Zitat Ende. Mit dieser Passage lüftete Weizsäcker nicht nur das Geheimnis der Erlösung, sondern er stellte für aufrichtiges Erinnern auch Versöhnung in Aussicht. Ein verlockendes Angebot für eine Nachkriegsgesellschaft, die sich ja ohnehin schon in der zweiten Generation intensiv um die Aufarbeitung der überlieferten Schuld bemühte. Dieses Erlösungsversprechen bestärkte eine Gesellschaft und formte eine Erinnerungskultur, wie sie sich seit den 1960er Jahren entwickelt hat und bis heute in ihren Grundzügen prägend ist. Dabei handelt es sich um eine Konfiguration, die man begrifflich als Opfer identifiziert fassen kann und für die wir die Figur des gefühlten Opfers formuliert haben,
denn der Identifizierungswunsch mit den Opfern der Verfolgung, der Vernichtung, des Mordes stellt bis heute die erinnerungspolitische Norm dar, wenn es darum geht, den Holocaust als negatives Bezugsereignis in die eigene kollektive Selbstthematisierung einzubeziehen. Noch ein zweites Muster wird in Weizsäckers Rede deutlich, und zwar das Erlösungsversprechen. Dass historisches Erinnern religiöse Wurzeln hat, denke ich, ist unbestritten. Wir brauchen uns nur die gesamte Theorie des politischen Totenkults, beispielsweise wie Reinhard Koselleck sie entworfen hat, anzuschauen. Daran sehen wir, wie sehr unsere moderne Erinnerungskultur durch unterschiedliche Formen des religiösen Totengedenkens und auch insgesamt durch einen engen Bezug zu Ritual und Liturgie geprägt ist. Dabei beziehen sich Erinnerungshandlungen bei uns in der Regel auf christliche und auch auf jüdische Gedenkformen, und genau deren Inanspruchnahme lassen offenbar einige Missverständnisse entstehen. Der Glaubenssatz, wie Weizsäcker ihn zitiert hat, dass das Geheimnis der Erlösung Erinnerung heiße, stammt ja aus einem sehr spezifischen Kontext des Verständnisses von Geschichte und Heilserwartung. Die Inanspruchnahme einer solchen Erlösungshoffnung hat für die Erinnerung an den Holocaust bleibt nicht folgenlos. Denn das jüdische Erinnerungsgebot wird nicht nur als Aufforderung zur gemeinschaftlichen Vergegenwärtigung der Vergangenheit aufgefasst, sondern zudem als Vorschrift gesteigert und zudem auch noch mit dem christlichen Erlösungsversprechen verbunden. Wer nur aufrichtig und intensiv genug an die deutschen Massenverbrechen erinnert, der darf auf Versöhnung, ja auf Erlösung von der überlieferten Schuld hoffen. Angesichts der Schwere des begangenen Unrechts ist eine solche Naherwartung ja durchaus nachvollziehbar, wenn auch völlig abwegig. Es gehört zu den zentralen Missverständnissen unseres Gedenkens, dass ein religiöses Heilsversprechen in ein säkulares System der Vergangenheitsbearbeitung transformiert wird, ohne dass sich die Gesellschaft darüber Rechenschaft ablegt, welche Verheißungen damit verbunden sind. Denn das Unbehagen, was sich mit dieser Art des Erinnerns zunehmend beobachten lässt, hat auch mit diesem nicht einzulösenden Versprechen zu tun. Denn der in Aussicht gestellte Zustand der moralischen Entlastung will sich ja auch nach Jahrzehnten intensiven Bemühens, Erinnerns und Bereuens ja partout nicht einstellen. Opferidentifizierung und Erlösungshoffnung beziehen ihre Wirkungskraft aus unterschiedlichen theoretischen Konzepten. Zum einen müsste man dazu Alexander und Margarete Mitscherlichs These von der kollektiven Unfähigkeit zu trauern nennen, auf die ich hier heute nicht eingehen werde. Zum anderen ist für unsere Gedenkkultur heute die kulturelle Gedächtnistheorie von Jan und Aleida Aßmann von zentraler Bedeutung. Ihre Unterscheidung zwischen kommunikativem, kulturellem und sozialem Gedächtnis, das Wissen um die mediale Repräsentanz von Erinnerungen sowie die immer wieder beschworene identitätsstiftende Wirkung öffentlicher Erinnerungshandlungen, all dies gehört ja mittlerweile zur Grundausstattung unserer politischen Kultur. Der Begriff der kulturellen Arterhaltung ist für den Aßmannschen Ansatz von zentraler Bedeutung und damit auch für das gegenwärtige Verständnis kollektiven Erinnerns ausschlaggebend. Mit diesem Begriff wird eine Forschungsperspektive markiert, die nicht nur auf die Konstituierung und auch auf die Sicherung von Gesellschaften schaut, sondern die zudem das kollektive Gedächtnis als einen identitätsstiftenden Mechanismus charakterisiert. Einen identitätsstiftenden Mechanismus, der bei Jan Aßmann aus seinen Studien zu antiken Hochkulturen hergeleitet wird. Das heißt, es geht um einen identitätsstiftenden Mechanismus innerhalb von ethnogenetischen Prozessen.
Es ist wichtig zu verstehen, was das bedeutet. Das kollektive Gedächtnis wird als ein Wissensreservoir einer Gesellschaft verstanden, durch dessen Pflege und Weitergabe sie sich im Sinne kultureller Arterhaltung reproduziert. Für das Konzept des kollektiven Gedächtnisses und für die Übertragung auf gegenwärtige Erinnerungsvorgänge, das ist der Teil, der eher von Aleida Aßmann konzipiert wird, bleibt diese Konnotierung nicht folgenlos. Schließlich basieren ethnogenetische Konzepte auf der Vorstellung homogener Gemeinschaften, und zwar unabhängig davon, wie man sie nennt, also Nation, Volk, wie auch immer. Ob Homogenität in den antiken Hochkulturen tatsächlich unterstellt werden kann, wie das für die Frage von Jan Aßmann entscheidend ist, das muss uns hier nicht interessieren. Entscheidender ist vielmehr, was passiert, wenn man diese Grundannahme auf zeitgenössische Erinnerungsprozesse überträgt, und zwar in pluralen Gesellschaften, in modernen Gesellschaften wie unsere. Bei Jan Aßmann geht es nicht nur um ein gefühltes Gruppenbewusstsein, sondern, wie er formuliert, um die unauflösliche Verbindung von Erinnerung und Identität. Die Symbiose dieser Theorie mit den Erinnerungspraktiken beruht unter anderem auf dem Gegensatz von Erinnern und Vergessen. Und damit komme ich ein Stück weit auf den Anfang zurück, auf das Zitat von Adorno. Zweifellos ist die Auffassung, dass es sich beim Erinnern um einen zwar nicht zielgerichteten, aber hochgradig selektiven Vorgang handelt, zuzustimmen. Gleichwohl bleibt einzuwenden, dass im Umkehrschluss das Nicht-Erinnern nicht heißt, dass etwas gelöscht wird. Wenn Vergessen nur als Gegensatz oder als komplementärer Vorgang zum Erinnern gewichtet wird, dann bleibt dieser Begriff unterbestimmt. Die Herabstufung des Vergessens zum bloßen Ausfall setzt nämlich das Vergessen mit dem Vergessenen gleich. Aber mit Vergessen ist zunächst einmal nur die Abwesenheit von Vergangenem gemeint, ohne dass dann schon entschieden wäre, ob das Vergangene überhaupt noch zugänglich ist. Und darüber hinaus ist Vergessen als Vorgang natürlich weiterhin konstitutiv dafür, dass wir etwas überhaupt erinnern. In der Theorie des kulturellen Gedächtnisses erhält das Vergessen etwas Defizitäres. Immer dann, wenn Erinnern als gemeinschaftliche Identitätsarbeit verstanden wird, dann ist Nicht-Erinnern negativ. Wer den Zusammenhang von Gesellschaftsdynamik und Erinnerungspraktiken derart an die Konstituierung und auch an die Fortexistenz von Gemeinschaften bindet, der schreibt Erinnerungsprozessen per se eine positive Bedeutung zu. Dass ein solches Konzept spätestens dann unter Druck gerät, wenn es um die gemeinschaftliche Vergegenwärtigung von Massenverbrechen geht, das liegt auf der Hand. Denn die Referenz auf eine solche destruktive Kollektiverfahrung müsste in der Logik der kulturellen Gedächtnistheorie als nicht arterhaltend gelten und kann daher in seiner Ambivalenz gar nicht erinnert werden. Wenn also kollektives Erinnern als arterhaltender Mechanismus definiert wird, dann ist eine Erinnerung an den Holocaust entweder gar nicht oder eben durch Identifizierung mit den Opfern möglich. Und genau hier liegt unserer Meinung nach die Verbindung zwischen der Theorie des kollektiven Gedächtnisses und den in Deutschland eingeübten Erinnerungspraktiken. Wir beobachten eine zunächst generationell, aber dann doch gesellschaftlich aufgeladene Erinnerungsgemeinschaft, die auf das geliehene Selbstbild des gefühlten Opfers rekurriert. Das Reden als Generation erweist sich dabei als sehr starke Differenzkategorie, weil dadurch nicht nur der moralische Bruch zu den Eltern als
wie eine Art Quantensprung ausgewiesen werden kann, sondern damit natürlich auch die Hoffnung verbunden ist, die generationenspezifische Deutung des Holocaust auch an die dritte oder vielleicht auch vierte Generation tradieren zu können. Dahinter steht auch manchmal die Annahme, dass die dritte Generation durch ihre generationelle Lagerung über keine vergleichbare Opferidentifizierung verfügt und daher womöglich die deutsche Vergangenheit nicht in dem gleichen emotionalen Empfinden erinnern wird. Eine Unterstellung, die vermutlich sogar zutrifft. Diese Differenz allerdings als Makel zu bewerten, das kennzeichnet eine Erinnerungskonstellation, in der opferidentifiziertes Erinnern zu einer Art Norm geworden ist. Aber wen oder was vergessen wir, wenn wir an die Opfer erinnern? Tendiert die deutsche Erinnerungskultur dazu, eine Vergessenskultur zu werden, die sich dadurch auszeichnet, dass sie zwanghaft erinnert? Geht das eigentlich, Vergessen durch Erinnern? Natürlich liegt es nahe, bei solchen Überlegungen erst einmal an Nietzsche zu denken. In seiner 1873 verfassten Schrift qualifiziert er das Erinnern als eine Last des Menschen, der eben nicht am Pflock des Augenblicks angebunden sei, sondern an der langen Kette der Erinnerung laufe. Ein Mensch, der nicht vergessen könne, sei wie jemand, dem der Schlaf entzogen würde. Zitat: Es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkäuen, von historischem Sinn, bei dem das Lebendige zu Schaden kommt. Zitat Ende. Nietzsche geht es hier um ein verflachtes, um ein stereotypes Erinnern, um das permanente Wiederkäuen, um die Verkleisterung der Geschichte durch Sentimentalität, durch ein Übermaß an Sinn, ein Übermaß an Moral. Nietzsche richtet das an seine Zeitgenossen. Jürgen Habermas hat die Funktion von Erinnerung einmal als Widerlegung einer, Zitat, fugendichten Normalität dessen, was sich nun mal durchgesetzt hat, bezeichnet. Danach käme der Erinnerung eigentlich eine andere Rolle zu. Sie hätte eher eine widerspenstige Funktion. Sie sollte danach fragen, was sich nicht einebnen lässt in die Geschichte. Sie sollte nach denen fragen, die keine Stimme haben, nach den Aspekten von Geschichte, die beim nachträglichen Ordnen übergehen werden mussten, weil sie nicht in die Raster, in die Ordnungsmuster passten. Eine solche Erinnerung, die vielleicht eher beunruhigend als moralisierend wäre, von einer solchen Gedenkkultur sind wir ziemlich weit entfernt. Während die Mahnungen an ein drohendes Vergessen des Holocaust, an die Gefahr des kollektiven Verdrängens und Verschweigens in der deutschen Nachkriegsgeschichte ja zweifellos ihre Berechtigung hatten, besteht die Problematik mittlerweile ja nicht mehr in einer für die 50er und 60er Jahre noch charakteristischen Kollektivamnesie. Seit vielen, vielen Jahren gehören Nationalsozialismus und insbesondere der Holocaust zu den zentralen historischen Bezugsereignissen, auf die sich eine kollektive Selbstthematisierung bezieht. Für diesen Prozess, für diese Entwicklung war natürlich die nachholende Hinwendung zu den Opfern, das heißt also auch ein nachholender Prozess der zweiten Generation, also derjenigen, die es nicht selbst erlebt haben. Diese nachholende Hinwendung, die Anerkennung und auch das Nachempfinden der Leiden der Opfer war darin ein unabdingbarer Schritt. Denn nur dieser Weg hat es ermöglicht, die Dimension des Verbrechens und auch die Beteiligten als Täter zu identifizieren. Allerdings hat sich mittlerweile dieses Mitfühlen und Mitleiden zu einem Identifizierungswunsch entwickelt und nicht nur individuell, auch gesellschaftlich
ist daraus so etwas wie eine geliehene Identität geworden. Eine solche Erinnerungskultur hat ihr beunruhigendes Potenzial eingebüßt. Sie ist oftmals, wie der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder über das Mahnmal in Berlin gesagt hat, ein Ort, an den man gerne geht. Auf die Frage, ob der Mensch eigentlich wirklich etwas vergessen kann oder wir doch nur von Vergessen sprechen sollten, wenn etwas gar nicht wahrgenommen wurde und wir es ansonsten eher mit Formen des Verdrängens, Überschreibens, Umarbeitens und so weiter zu tun haben, darüber lässt sich weiterhin streiten. Auch die Hirnbiologie als selbsternannte Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts hat darauf noch keine wirklich gute Antwort. Daher müssen wir weiterhin davon ausgehen, dass es sich beim Erinnern und beim Vergessen um ein und denselben Vorgang handelt. Aus der Vielfalt des Wahrgenommenen wählen wir etwas aus, was zugleich immer bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeit von dem anderen, was nicht aktualisiert wird, abgezogen wird. Vergessen als Unvermögen oder gar als Scheitern von Erinnerungen zu beschreiben, reproduziert bereits die Vorstellung, Erinnerung sei immer gut und immer förderlich. Auch hier stellt sich die Frage der Balance. Wie viel Vergessen ist unverzichtbar, um nicht verrückt zu werden? Und wann dient es der Entlastung? Geht es um die gesellschaftliche Verarbeitung von Kriegen, von Revolutionen, von Massenmord, dann ist das moralische Erinnerungsgebot eine ausgesprochen moderne Vorstellung. Bis in die Neuzeit hinein herrschte vielmehr die Auffassung vor, ein wirksamer Frieden, ein gemeinsames Weiterleben funktioniere nicht ohne Amnestie und Amnesie. Ein solches Vergeben und Vergessen ist aber spätestens seit Auschwitz unvorstellbar geworden. Das Vergessen hat seine Unschuld verloren, aber ein verordnetes Erinnern kann sich auch als Entlastungsstrategie erweisen. Die Ermordung der europäischen Juden nicht durch die Identifizierung mit den Opfern zu beruhigen, sondern in ein Gesamtbild von deutscher Geschichte zu integrieren, setzt voraus, den Hang zur Naherinnerung zu überwinden und die Geschichte als einen Prozess zu begreifen, der durchaus auch hätte anders laufen können. Durch solche Horizonterweiterungen, durch eine Erinnerung nach vorn, wäre es vielleicht auch möglich, sich den gegenwärtigen Herausforderungen des historischen Erinnerns ernsthafter zu stellen. Denn während es noch vor 40 Jahren darum ging, eine deutsche Mehrheitsgesellschaft davon zu überzeugen, dass der Holocaust kein bedauerlicher Betriebsunfall der Geschichte war, stehen wir doch heute vor anderen Herausforderungen. Und hier sind vor allem zwei Aspekte zu nennen. Zum einen die zu beobachtende Universalisierung des Holocaust und zum anderen die Frage, wie eine Einwanderungsgesellschaft an dieses Massenverbrechen erinnern kann. Noch bis in die 1980er Jahre hinein wurde vor dem Hintergrund von Arbeitsmigration, Flüchtlingsbewegungen, Asylgesetzgebung in Deutschland darüber debattiert, wie sich Geschichtskonstruktionen eingewanderter nationaler Minderheiten zu denjenigen der Mehrheitsgesellschaft verhalten. Inzwischen ist doch unverkennbar, dass eine solche Referenzrahmung an der Realität vorbeizielt. Auch erinnerungspolitisch gilt es, nicht nur Deutschland als Einwanderungsland, sondern auch die Europäische Union als ein politisches System zu begreifen, das eine nicht mehr nach Nationen und Ethnien zu differenzierende Bevölkerung umfasst, zumindest nicht mehr so eindeutig, wie wir das gewohnt waren. Dementsprechend vollzieht sich historisches Erinnern immer weniger im Rekurs auf national und ethnisch verfasste Geschichtsentwürfe, da ein stetig wachsender Teil der Bevölkerung über ganz andere familiäre Hintergründe verfügt und somit mit Vergangenheiten konfrontiert wird und auch die anderen konfrontiert, die außerhalb
des eigenen Herkunftsglaubens liegen. Daraus entstehen ganz andere Dynamiken, denn es geht bei Weitem nicht mehr darum, dass sich das Spektrum von Geschichtsbildern immer stärker differenziert und nationale Meistererzählungen ihre Überzeugungskraft einbüßen. Hier geht es um das kaum zu überschätzende Problem, wie Vergangenheit, die sich aufgrund ihres Gewalt- und auch Destruktionspotenzials ja ohnehin einer harmonischen Gemeinschaftsstiftung verweigern, wie eine solche Geschichte jenseits tradierter Zugehörigkeiten überhaupt noch erinnert und angeeignet werden kann. Angesichts der gegenwärtigen Erschöpfung unserer Gedenkkultur könnte man solche Umbrüche ja auch als Chance begreifen. Davon sehen wir aber erst erste Ansätze, denn was sich eher beobachten lässt, ist eine massive Konkurrenz um die Anerkennung von Opferschaften. Insbesondere seit 1989 und verstärkt durch den EU-Beitritt osteuropäischer Staaten seit 2004 steht der Konflikt um das Verhältnis zwischen Holocaust-Gedenken und der Anerkennung stalinistischer Verbrechen im Zentrum europäischer Geschichtsdebatten. Wie beispielsweise soll in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald an das dortige von 1945 bis 1950 existierende sowjetische Speziallager Nummer 2 und an dessen Opfer erinnert werden? Wie gewichtet die EU das gemeinsame Gedenken an den Holocaust im Verhältnis zum stalinistischen Terror? Der erinnerungspolitische Ost-West-Konflikt dominiert die europäischen Auseinandersetzungen. Und es verwundern auch die heftigen Reaktionen nicht, wenn die lettische Politikerin und EU-Kommissarin Sandra Kalniete während eines Besuches der Leipziger Buchmesse 2004 von den gleichermaßen verbrecherischen Regimen des Nationalsozialismus und des Kommunismus spricht. Eine solche Gleichsetzung beider Systeme stößt im Westen auf massiven Widerspruch, während im Osten die Dominanz der Erinnerung an den Holocaust als Missachtung der eigenen stalinistischen Verfolgungserfahrungen gewertet wird. Das EU-Parlament sieht sich mit entsprechenden Forderungen konfrontiert, so zum Beispiel mit jener, nicht nur das Hakenkreuz, sondern auch kommunistische Symbole wie Hammer und Sichel europaweit zu verbieten. Und in Anlehnung an die Einführung des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar soll nun auch der 23. August als Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes dazu dienen, Zitat, das Gedenken an die Opfer von Massendeportation und Vernichtung aufrechtzuerhalten und somit Demokratie zu stärken, sowie Frieden und Stabilität auf unserem Kontinent zu fördern. Zitat Ende aus einem EU-Rahmenbeschluss. Dass dabei der Eindruck entstand, dass stalinistische und nationalsozialistische Massenverbrechen gemeinsam unter Kriegsverbrechen gefasst werden, blieb bekanntlich nicht unwidersprochen. Während also die konkrete Gewichtung der partikularen Vergangenheitsdeutung umstritten bleibt, umfasst das europäische Gemeinschaftsversprechen zunehmend ein immer unspezifischer werdender Opferbezug. Das ist ein Erinnerungsangebot, das auf Frieden und Versöhnung abzielt und die kollektive Identifikation mit den Opfern der unterschiedlichen politischen Systeme dient als gemeinschaftsstiftender Bezugsrahmen, dem zugesprochen wird, politische Spaltungen zu überwinden sowie Frieden und Aussöhnung zu ermöglichen. Der Preis für ein solches Selbstverständnis ist hoch. Nicht nur die gegenseitige Aufrechnung und auch Relativierung der verübten Verbrechen ist eine Folge, einschließlich der Opferkonkurrenzen, auch manifestiert sich diese Perspektive in der dezidierten Ausblendung der für diese Verbrechen verantwortlichen Täter, die zum Beispiel in den Entschließungen der EU nur noch, wenn überhaupt, als anonyme Größen Erwähnung finden. Der Massenmord an den europäischen Juden gilt in dieser Wahrnehmung als extremes Beispiel von Menschenrechtsverletzungen,
die in ihren gegenwärtigen Ausprägungen zu den zentralen Herausforderungen weltgesellschaftlicher Systeme zählen. Während für manche eine solche Menschenrechtspolitik mit oder ohne Interventionsbereitschaft die einzig legitime und moralisch notwendige Konsequenz aus der Geschichte des Holocaust darstellt, sehen andere darin eine ausgesprochen gefährliche Entwicklung. Denn sie werde letztlich dazu führen, dass die NS-Verbrechen instrumentalisiert und banalisiert werden. An die Stelle des verloren gegangenen historischen Urteilsvermögens, so hat es Dandine einmal formuliert, trete ein universell drapierter, moralisierender Diskurs über unterschiedslose Opferschaften. Zitat Ende. Solche Einwände laufen zwar auch Gefahr, die einzig wahre Deutung des Holocaust immer nur sich selbst zuzugestehen. Gleichzeitig ist jedoch unverkennbar, dass die Universalisierung des Holocaust erhebliche Konsequenzen mit sich bringt. Denn mit dem Etikett Holocaust werden spezifische politische Konstellationen auf aktuelle Konflikte übertragen, beispielsweise Bosnien, deren Analogie ja durchaus fraglich ist, und zwar weniger aus moralischen, denn doch aus analytischen Gründen. Zu der Konfliktlinie Ost-West tritt zum anderen in den letzten Jahren noch eine zweite Konfliktlinie dazu. Das ist der Konflikt um die Anerkennung der Verbrechen der europäischen Kolonialmächte. Ein Beispiel dafür das Massaker im nordalgerischen Sétif am 8. Mai 1945 oder aber auch der deutsche Kolonialkrieg gegen die Herero 1904 bis 1908. Dass sich in Ländern wie Algerien, Indien oder Namibia aufgrund der kolonialen Erfahrungen andere Muster für die Geschichte des 20. Jahrhunderts entwickelt haben als in Westeuropa und in den USA, überrascht nicht. Gleichzeitig wird es aber zukünftig von entscheidender Bedeutung sein, wie sich diese kolonial strukturierten Geschichtsentwürfe zu denen in Beziehung setzen lassen, die den Holocaust zum negativen Bezugsereignis ihrer eigenen Selbstbeschreibung erklärt haben. Historisches Erinnern in Einwanderungsgesellschaften, transnationale Erinnerungsprozesse angesichts einer sich globalisierenden Welt, das sind zwei der fundamentalen Herausforderungen, um die es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen wird, wenn wir uns mit Mustern, Strukturen und Deutungshorizonten kollektiven Erinnerns beschäftigen. Dass sich dabei Formen eines opferidentifizierten Erinnerns weiter, also auch transnational durchsetzen werden, ist nicht auszuschließen, möglicherweise sogar wahrscheinlich. Denn wenn man es auf eine lange historische Sicht sieht, dann steht nicht mehr der Held, wie noch bis 1945, als globale Figur des Erinnerns im Mittelpunkt, sondern das Opfer. Diese Grundausrichtung bedeutet jedoch keineswegs, sich überhaupt nicht mit den Tätern zu beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Opferidentifiziertes Erinnern vergisst nicht die Täter, sondern produziert eine spezifische Sicht auf sie. Diese Sicht tendiert dazu, mentale Täterkollektive zu konstruieren und die NS-Täter als sadistische oder sonst wie pathologisch auffällige Überzeugungstäter zu dämonisieren. Diese Exklusion der Täter zementiert das eigene Selbstverständnis der nachgeborenen Deutschen erheblich, die sich durch die Identifikationswünsche mit den Opfern diesem Teil ihrer Geschichte radikal entziehen. Wir alle wissen heute, dass das wirkliche Beunruhigende an dieser Geschichte nicht der emotionale Abgrund dieser zu Bestien stilisierten Täter ist, sondern das fest in unserer Kultur, in unserer modernen Gesellschaft verankerte Potenzial zu solchen Taten. Martin Walser hat in einem für mich immer noch lesenswerten Text 1965 mit Blick auf den Auschwitz-Prozess geschrieben, Zitat, natürlich verabscheuen wir die Täter. Das gehört ja mit zu unserer intimen Auseinandersetzung. Wir empfinden dadurch den Unterschied und wir nehmen Anteil am Opfer.
erst durch den hilflosen Versuch, uns auf die Seite des Opfers zu stellen oder uns, so gut es gehen will, wenigstens vorzustellen, wie schrecklich da gelitten wurde, erst durch diese Anteilnahme wird uns der Täter so verabscheuungswürdig und brutal, wie wir ihn für unsere realitätsarme, aber momentan heftige Empfindung brauchen. Zitat Ende. An der Heftigkeit der Empfindung hat sich seither offenbar wenig geändert. An den hilflosen Versuchungen der Anteilnahme haben wir hingegen massiv gearbeitet. Mehr als 40 Jahre später hat sich daraus ein Muster der Vergangenheitsaufarbeitung professionalisiert. Doch statt diesen Mechanismus als, Zitat, Dauerrepräsentanz unserer Schande nach außen zu projizieren, wie Walser es dann 1998 getan hat, zielt die Erinnerungsfigur des gefühlten Opfers darauf, die vermutlich notwendige, aber mittlerweile entlastende Funktion des opferidentifizierten Erinnerns zu historisieren und ihre gegenwärtigen Verleugnungspotenziale sichtbar zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ulrike. Ja, ich denke, das stellen sich sozusagen doch viele Fragen und ich schaue jetzt mal ins Publikum, wer den Anfang macht. Ja, mein Name ist Gerd Baumgartner. Ich hätte eine Frage. Sie haben bei dieser Skizze der Erinnerungskultur meiner Meinung nach eine Facette ausgeklammert. Wenn Sie von den gefühlten Opfern sprechen und sagen wir psychoanalytisch gesehen, also in einer meiner Meinung nach hysterischen Pose sozusagen, wo einem die Opfer über die Schulter schauen laufend, meiner Meinung nach jene Gruppe ausgeblendet, denen sozusagen die Täter immer wieder über die Schulter schauen. Also der rechte Rand der Gesellschaft, wenn wir es so nennen, ja, die ja versuchen, immer wieder die Taten ihrer Väter- und Großvätergeneration zu legitimieren. Meine Frage ist, warum Sie das ausgeklammert haben. Oder wie das Platz hat in Ihrem Modell. Ja? Ja, wir nehmen vielleicht noch keine zweite Wortmeldung dazu, oder die dritte, und du sagst dann, wenn es dir. Ja, vielen Dank. Es geht zwar nicht in die gleiche Richtung, aber es passt vielleicht ganz gut dazu, weil ich gern noch mal nachfragen wollte nach diesem Begriff der Opferidentifikation. Der Mario Ertheim sagt ja schon, in den 80er Jahren mit den Opfern kann man sich nicht identifizieren. Ja? Also das gibt es gar nicht. Ja? Das heißt, ist das, was hier als Opferidentifikation identifiziert wird, tatsächlich eine Identifikation mit den Opfern oder geht es gerade darum, sichtbar zu machen, dass es das gar nicht ist? Das wäre meine Frage. Ja, ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Sagen wir mal so, wenn man es sozusagen begrifflich ganz scharf nimmt, heißt es natürlich, man würde eins werden mit den Opfern, wenn man tatsächlich von Identifikation redet. Wir haben eher den Identifizierungswunsch genommen, weil es tatsächlich eine Bewegung ausdrücken soll, ohne eine Aussage darüber zu treffen, weil ich glaube, das geht gar nicht pauschal, inwiefern es tatsächlich dazu führt, sich als Opfer zu fühlen. Das ist ja eine sehr individuelle Kategorie. Wir haben natürlich solche Phänomene wie Wirko Mirsky, aber das ist ja eine Ausnahme. Also jemand, der tatsächlich seine Identität so verändert hat, angenommen hat, zu glauben, er sei ein Opfer der Verfolgung und der Vernichtung. Daher sprechen wir lieber von Identifizierungswünschen. Und ich würde auch sagen, also da Psychoanalyse nicht mein Fach ist, würde ich darüber auch keine Aussage treffen wollen, inwiefern eine Gesellschaft in einem Zustand ist, sozusagen das abgeschlossen zu haben oder vollzogen zu haben. Ich glaube, wichtig ist, dass es sozusagen diese starke Beschäftigung, diese Phase der sehr starken Beschäftigung mit den Geschichten, mit dem Leid der Opfer gegeben hat,
wo ich historisch sagen würde, wenn man sich die 40 Jahre der Erinnerungskultur in Deutschland ansieht, war das absolut notwendig. Und es hat auch sozusagen generationell Sinn gemacht, diesen starken Bruch darüber auch herstellen zu können. Mittlerweile sind wir nur in einer anderen Situation. Und es gibt so ein Unbehagen damit, bestimmte Herausforderungen mit dieser Art des Erinnerns nicht mehr beantworten zu können. Zu der Frage nach dem rechten Rand. Natürlich ist das, was ich versucht habe zu beschreiben, ein Blick an das, was sozusagen gesellschaftlich dominant ist. Das ist am rechten Rand und ich denke, nichts aktueller wie momentan die Debatte in Deutschland, dass es diese Randgruppen gibt, wo die Identifizierung natürlich und die Identifizierungswünsche genau umgekehrt liegen. Das ist selbstverständlich so. Ich halte das tatsächlich, obwohl es natürlich in den Folgen und auch in der Wirkung in die Gesellschaft hinein dramatisch ist, trotzdem nicht für ein dominantes Muster. Was ich interessanter finde, ist nicht auf rechtsextreme Neonazis zu beziehen. Was ich interessanter finde, ist die Differenz zum Familiengedächtnis. Weil da, und da haben wir ja beispielsweise bei der Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht, es gibt immer wieder so Debatten, wo das zusammengeht und wo man eigentlich merkt, dass das öffentliche Erinnern ganz anderen Mustern folgt, als das, was offensichtlich in den Familien tradiert wird. Und das ist ein sehr, sehr interessantes und spannendes Feld, wo ich glaube, dass es noch viel mehr Forschung geben muss. Wir haben ja mit Harald Welzer und auch in der Soziologie durchaus Forschungsprojekte zu dieser Thematik. Aber generell, glaube ich, gibt es so einen Umbruch, auch zu fragen, also wie können wir uns kollektives Erinnern eigentlich vorstellen? Häufig besteht so eine Auffassung davon, dass eigentlich das, was wir unter individuellem Erinnern verstehen, einfach auf ein Kollektiv übertragen wird. Und da merkt man natürlich ganz schnell, das funktioniert überhaupt nicht, weil Kollektive sind keine Subjekte, keine Akteure, die erinnern, ja? Sondern inzwischen würde ich auch oder lieber von dem öffentlichen Gebrauch von Geschichte reden, weil es meiner Meinung nach besser kennzeichnet, dass das auch eine bestimmte gesellschaftliche Funktion hat, auf Geschichte und insbesondere auf diese Geschichte sozusagen zu rekurrieren. Das macht auch den Gebrauch von Geschichte deutlicher, als wenn man diesen Erinnerungsbegriff, der zum einen ja schon sehr abgegriffen ist, zum anderen eben aber immer wieder Assoziationen hervorruft, die aus der Vorstellung des individuellen Erinnerns stammen. Und je mehr wir uns gerade von dem Ereignis des Holocaust entfernen, sehen wir ja, dass es geht ja nicht darum, sich an ein erlebtes Erinnern, an ein erlebtes Ereignis noch zu erinnern. Ja, ich wollte gerne fragen, Sie haben sich vor allem auf den Bezug des kulturellen Gedächtnisses bezogen und haben eigentlich den Begriff des kommunikativen Gedächtnisses nicht genannt. Und da denke ich, gerade bei dem Asmaschen Begriff zeigt sich ja, wie Geschichte eigentlich ausverhandelt wird, also zwischen Generationen, aber eigentlich auch zwischen Gruppen. Das heißt, das kulturelle Gedächtnis, was ja immer eher als was Homogenes imaginiert ist, ist sozusagen ja oft auf nationaler Ebene angesiedelt oder Sie haben es dann auch auf die EU übertragen. Aber eigentlich geht es ja um Gruppenprozesse und die werden ja doch auch in der Literatur eigentlich ein bisschen spezifischer auch thematisiert. Und wollte fragen, wie das dann in Ihr Konzept passt, beziehungsweise was Sie da noch zu dieser Dialektik zwischen privatem und öffentlichem Erinnern sagen können. Ja, das stimmt. Also mich hat erstmal daran interessiert, das öffentliche Erinnern, also die Prozesse, die vermeintlich eben auf kollektive Identität zielen. Das, was Sie jetzt unter kommunikativem Gedächtnis, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Unterscheidung, weil es auch da häufig zu Missverständnissen kommt, nämlich dass das kulturelle Gedächtnis nicht kommunikativ ist. Das kann man ja überhaupt nicht sagen, es ist ja auch ein sehr kommunikativer Prozess. Aber wenn wir jetzt bei dieser Unterscheidung mal bleiben, dann spielt das in dem, was ich vorgestellt habe, natürlich insbesondere rein, wenn man das an dieser Generationenthematik festmacht, wenn man sagt, also
das, was wir in den 60er Jahren, und ich würde das auch überhaupt nicht mit dem Begriff der 68er belegen, das wird sehr schnell gleichgesetzt. Ich glaube, dass es tatsächlich die Struktur der zweiten Generation ist, sich über diesen Mechanismus kommunikativ abzusetzen und sozusagen einen Bruch herzustellen. Und daraus sind Muster erwachsen, die bis heute nachwirken. Was wir ja sehen, ist, dass sich natürlich insbesondere seit 1989 die Kommunikation darüber verändert. Und genau das erzeugt ja diese Spannung, also Opferkonkurrenzen, die ganze Diskussion um die Kolonialverbrechen, die Hierarchisierung, all das sind Fragen, die uns ja zumindest in Deutschland erst seit den 90er Jahren beschäftigen und wo dieser kommunikative Teil, also dieser Aushandlungsaspekt ja nochmal ganz stark in den Vordergrund tritt und wir uns ja allenfalls in einem Übergang befinden, von dem wir ja noch gar nicht wissen, worauf das eigentlich hinausläuft. Was, glaube ich, zu beobachten ist, ist so ein Unbehagen mit diesen ja sehr festgefahrenen Mustern und schon ein Gespür dafür, dass sich daran was ändert und dass es auch in einer Gesellschaft, die sich in den letzten 20 Jahren so stark verändert hat, ganz andere Fragen an diese Geschichte gibt. Wir merken, dass es gibt sehr, sehr viele Reaktionen auf unser Buch aus dem Bereich der Bildungsarbeit, wo viele, viele Nachfragen kommen, zu sagen, ja, wir stehen vor diesem Problem, dass wir mit den sozusagen Programmen, mit der wir politische Bildungsarbeit lange Zeit betrieben haben, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich sage es mal ein bisschen verkürzt, mit Nie wieder Krieg funktioniert das heute nicht mehr und gibt es keine Kommunikation zwischen den Generationen und dass es dort offensichtlich Herausforderungen gibt, die andere Antworten brauchen. Ich frage mich, ob dadurch, dass aus dieser Diskussion die Enkel und Urenkel der Opfer völlig außer dem Blickfeld gelassen werden, damit diese Opfer noch einmal aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es auch, zumindest merken wir das an den Reaktionen, auch sehr viel Interesse daran gibt, gerade über diese Mechanismen in einen Dialog zu treten. Die Frage, was verändert sich und wie können wir andere Formen finden, gemeinsam zu erinnern, also auch insbesondere mit denjenigen, der Nachkommen der Opfer, die ja vor zum Teil strukturell ganz ähnlichen Fragen stehen und die sich auch mittlerweile sehr stark mit Fragen der Identifizierung ihrer Opfergeschichten befassen. Und ich glaube, dass das auch eine Chance sein kann, darüber in Dialog miteinander zu treten, indem man das, was an Mustern erarbeitet ist, auch historisiert und sieht, warum haben sich eigentlich seit den 60er Jahren diese Muster entwickelt. Und das erklärt ja auch ein Stück weit die Fragen, die sich heute stellen. Und das, was wir in der Praxis sehen, in den Gedenkstätten, in der Bildungsarbeit, da gibt es so ein Entsetzen darüber, dass sich angeblich niemand von den Jüngeren für diese Geschichte interessiert. Ich glaube, dass es eher damit zu tun hat, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen und dass es schwierig ist, aus diesen sozial erwünschten Redemustern herauszutreten. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. In Hamburg gibt es Vorbereitungen für eine neue Gedenkstätte. Das ist der Hannoversche Bahnhof. Das ist der zentrale Deportationsbahnhof in Hamburg gewesen. Von dort sind alle Hamburger Juden abtransportiert worden. Und zu dieser Gedenkstätte gibt es auch ein Jugendprojekt. Ein Projekt, in dem 40 Jugendliche daran beteiligt werden sollen, die Gestaltung dieser Gedenkstätte anzuregen. Und es ist ein Projekt, das vom Hamburger Senat sehr stark gefördert wird. Und dahinter steckt natürlich auch die Idee, das Projekt heißt, wie wollt ihr euch erinnern? Und dahinter steckt natürlich auch die Idee, so eine Gedenkstätte mit Perspektive auszustatten und Formen vielleicht aufzugreifen. Von diesen 40 Jugendlichen,
die sich dort, also es haben sich sehr viel mehr beworben, diese 40 Jugendlichen, Jugendliche machen dieses Projekt jetzt mit. Und in der Vorstellung in diesem Gremium, das das betreut, hat der Leiter dieses Projektes gesagt, ja, von diesen 40 Jugendlichen haben nur 2 einen familiären Bezug zu dieser Geschichte. Und wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, er meint natürlich, nur 2 Jugendliche kommen aus einer jüdischen Familie. Und wenn man sich darüber, wenn man darüber mal nachdenkt, was das bedeutet, dann kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was Opferidentifizierung heißen kann. Also nicht mal mehr wahrzunehmen, erstens, dass auch die anderen Kinder und Jugendlichen auch einen familiären Bezug haben, aber eben einen ganz anderen. Und dass es vielleicht in diesem Projekt auch Jugendliche gibt, die ganz andere familiäre Bezüge haben, auf die man, mit denen man umgehen sollte und die man auch versuchen sollte, in dieses Projekt zu integrieren. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie die Wahrnehmung ist, wie das Verhältnis unserer Gesellschaft zu dieser Geschichte strukturiert ist. Weil sich schlichtweg kaum welche beworben haben. Und das zeigt natürlich schon, wie schwierig die Lage ist. Das ist praktisch auch die Nachricht. Es hat zwar von Seiten derjenigen, die das Projekt durchführen, sehr viel Versuche gegeben, das zu ändern, aber es ist nicht gelungen. Und ich denke, dass genau darin sich eine Problematik niederschlägt, die uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird, dass das nämlich wegbricht. Und das hat eben auch damit zu tun, und es gibt ja mittlerweile in Berlin und auch in anderen Großstädten Projekte mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Bezug auf die Geschichte des Holocaust. Und die Frage ist auch, wie gelingt es, sich zwischen diesem Spannungsverhältnis zu bewegen, auf der einen Seite zu sagen, ihr sollt es so erinnern, wie die Mehrheitsgesellschaft meint, ist es richtig, oder es so weit zu öffnen, zu sagen, ist es völlig beliebig, wie an diese Geschichte erinnert wird. Und da stecken wir eigentlich erst am Anfang, weil darüber gibt es sehr wenig Forschung, damit gibt es sehr wenig Erfahrung, damit gibt es erstmal die Erfahrung, dass es nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, momentan erzeugt es eine ziemliche Ratlosigkeit. Davon, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, davon mal abgesehen, dass sich ja in diesen anderen familiären Zusammenhängen oft eben auch andere Verfolgungsgeschichten repräsentieren, die man ja durchaus auch aufgreifen könnte in so einer politischen Bildungsarbeit, aber die kommen oftmals nicht mal zur Sprache. Und das ist, glaube ich, etwas, was, wenn wir uns das angucken, also das kann man ja rein statistisch sehen, also mittlerweile ist jeder Dritte unter 20 hat einen sozusagen Migrationshintergrund ganz unterschiedlicher Art. Das heißt, wir können das ja von Jahr zu Jahr beobachten, wie sich das Verhältnis zu dieser Geschichte und auch zu Geschichte generell verändert. Und da sind, glaube ich, bisher die Formen, die es darum gibt, daran gibt, das zu pluralisieren und zu öffnen, da hat man ja gerade erst angefangen, darüber nachzudenken. Weil es natürlich die Befürchtung gibt, dass bestimmte, Deutungskerne verloren gehen und es Aushandlungsprozesse gibt, die möglicherweise zu Ergebnissen führen, die gerade für diejenigen, die ich jetzt mal mit zweiter Generation beschreibe, überhaupt nicht akzeptabel sind. Wenn es im Moment keine Frage gibt, würde ich gerne noch eine sozusagen ganz andere Frage anschließen. Du bist ja nicht nur auf den Punkt Einwanderungsgesellschaft, sondern auch nochmal auf diese Frage Universalisierung des Holocaust eingegangen. Und mich würde, also der Titel Gefühlte Opfer und die Beschreibung, die du gegeben hast, also wenn ich jetzt die Gedenk...
wer immer ein Handy hat, die Gedenkstättenlandschaft in Deutschland mir ansehe, sozusagen als eine Agentur von Geschichtsbearbeitung oder Repräsentation von Geschichte oder Vermittlung von Geschichte, dann ist es doch mittlerweile so, dass, also wenn man die Gedenkstättenleitungen so durchgeht, die sind ja alle sehr kritisch zu diesen Dingen. Also es ist ja kaum so, dass da jemand, also sozusagen sowohl auf dieser Ebene, also mit dem Begriff gefühlte Opfer sich identifizieren könnte, noch sozusagen diese Universalisierung das Wort redet. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sozusagen in den Gedenkstätten pädagogischen Bereichen sicher Widersprüche auch zu dieser wissenschaftsbasierten sozusagen Gedenkstättenlandschaft, die sich ja ganz anders verhält. Also wie würdest du da sozusagen, also ist es so, ich meine, du beschreibst sozusagen eine Mehrheitsgesellschaftsentwicklung und auch sozusagen es ist der Versuch der Historisierung, aber würdest du für die doch sozusagen nicht unwichtigen Großinstitutionen, Gedenkstätten, und die sind in Deutschland ja doch omnipräsent, ja. Also kann man das so für die sagen, oder wo gibt es da auch sozusagen so ein kritisches Potenzial dazu? Ja, wir haben ja mittlerweile die Situation, also wenn man sich die Gedenkstätten in den 70er, 80er Jahren anschaut, waren das ja häufig also eher auf so einer Initiativebene, und wir haben ja jetzt, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren also einen massiven Einstieg des Staates in die Gedenkstättenförderung, auch in die Gedenkstättenpolitik, und das sind ja Dimensionen, also wenn man es nur an der Gedenkstätte Neuengamme festmachen würde, da hat ja in den 80er Jahren noch niemand zu träumen von gewagt, was das für Haushalte sind mit EU-Finanzierung, Bund-Länder-Finanzierung und so weiter und so fort. Da hat sich ja sehr viel getan, und gleichzeitig gibt es eine hohe Unzufriedenheit darüber. Und das ist ja erstmal etwas, wo man, also gerade in dem von denen auch, die du erwähnt hast, die also auch von ihrer Profession her in diesem Bereich arbeiten, eine hohe Unzufriedenheit damit, wo eigentlich die Inhalte bleiben und wonach sich eigentlich diese Gedenkstätten ausrichten sollen. In den 90ern stand das sehr häufig unter dem Label Prophylaxe gegen Rechtsextremismus. Davon hat man sich vollständig verabschiedet. Das wird sogar offensiv zurückgewiesen, weil die Gedenkstättenmitarbeiter für sich einfach sagen, das können wir gar nicht leisten. Und damit überfrachtet man diese Institution mit einem politischen Auftrag, der faktisch dahin delegiert wird, der aber dort ja nicht sozusagen pädagogisch zu verhandeln ist. Tatsächlich tritt immer stärker in den letzten Jahren die Frage der interkulturellen Bildungsarbeit in den Vordergrund, und da bricht viel weg, da stehen offene Fragen im Raum, und wir haben sehr, sehr große Gedenkstätten, die große Ausstellungen haben, neue Ausstellungen, sehr viel Medieneinsatz und so weiter, aber die Frage taucht zunehmend auf, was brauchen wir denn noch? Und wo machen wir Dinge nicht mehr? Und das ist eine Debatte, die ist sehr, sehr schwierig zu führen, weil sie häufig unter dem Budgetargument läuft. Also, ja, wir würden das ja am liebsten alles tun, aber es gibt kein Geld. In Wirklichkeit glaube ich, man drückt sich vor der Diskussion, zu sagen, wir haben jetzt 20 Jahre lang ein Gedenkstättensystem aufgebaut, das finanziell gut ausgestattet ist, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Und so entsteht eine Debatte, die latent immer sozusagen abwehrt, aber die Argumente eigentlich nicht wirklich auf den Tisch bringt. Und das, glaube ich, erzeugt eine zum Teil hohe Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern. Und das erzeugt natürlich auch überhaupt keine offene Perspektive für Gedenkstättenarbeit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mich würde dabei zentral auch interessieren, ob es da
Vergleiche gibt zwischen Deutschland und Österreich. Also ob da Analogien entstehen. In Österreich ist ja die Gedenkstätten, weiß nicht, wie man es bezeichnet, also die Entwicklung von Gedenkstätten eher zurückgeblieben in vielen Bereichen im Vergleich zu Deutschland. Und gibt es da irgendwie Studien dazu oder können Sie dazu was sagen, was da für Analogien geben würde? Ich glaube, da könntest du wahrscheinlich du eher was zu sagen, ne? Also. Ja, das ist jetzt ein. Zu dem Zurückgebliebenen. Naja, zu dem Zurückgebliebenen kann man natürlich was sagen. Also, ich denke, das ist der eine Punkt. Wir sind in diesen Schritten ein Stück weit hinten nach. Aber das hinten nach ist auch so ein schwieriger Punkt. Ich denke, es stellt sich in Österreich auch einiges anders. Hinten nach gilt ganz sicher. Also für unsere größte Gedenkstätte Mauthausen, die erst jetzt sozusagen reformiert wird und eigentlich am Ende steht, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum die Gedenkstätten sich ansieht, dann ist Mauthausen sozusagen quasi die letzte große, die, würde ich mal sagen, die neu gestaltet wird. Ja. Die Problematiken stellen sich ähnlich, glaube ich, wie jetzt schon formuliert worden ist. Ich denke, was mich beim Lesen des Buches sozusagen überhaupt nochmal interessiert hat, ist natürlich, ihr habt ja Österreich natürlich komplett ausgeblendet und also gerade die von dir angeschnittenen Punkte, also Frage etwa 23.08. als zentrales Bezugsdatum, was jetzt über die EU durchgesetzt werden soll und was gerade, glaube ich, in Deutschland zum Teil auch große Befürchtungen auslöst, dass hier jetzt sozusagen alles gleich gemacht wird. Ich sehe in Österreich dazu überhaupt keine Diskussion, weil wir einfach diese doppelte Staatsgeschichte nicht haben und bei der ganzen sozusagen Frühgeschichte der Opferorientierung, also Österreich als Opfer, natürlich sozusagen so eine Debatte auch ganz anders laufen würde. Ja. Also für uns wäre sozusagen die Frage natürlich, ob dieser Begriff der Opferidentifizierung, also ich habe jetzt das Gefühl, dass es bei uns eher wenn eine nachträgliche wäre, aber natürlich sind die kritischen Einwände ja sozusagen dazu auch gleichzeitig auch schon am Tisch. Ja. Also ich denke, es funktioniert ein bisschen anders bei uns. Aber darüber könnten wir vielleicht auch jetzt mit dem Publikum noch mal eine Debatte führen, wie das in Österreich ist. Ich meine, wir sitzen hier jetzt in Wien und du hast natürlich über Deutschland gesprochen. Ja, vielleicht dazu ist es ganz interessant. Ich habe in der letzten Woche eine Veranstaltung in Potsdam gehabt und da gab es natürlich zunächst erstmal die Reaktion, ah, das ist westdeutsch, das ist ein westdeutsches Muster. Nein, es ist ein westdeutsches Muster, das hat mit der DDR überhaupt nichts zu tun. Und im Laufe der Diskussion hat sich das sehr gedreht. Und zwar natürlich zum einen unter dem Aspekt, dass sich auch gerade im Gedenkstättenbereich nach 89 so viel verändert hat, weil natürlich die DDR-Gedenkstätten dazu kamen, die in einer gewissen Größe und im Vergleich zu Westdeutschland natürlich ganz anders ausgestattet waren und sich darüber natürlich faktisch automatisch eine Herausforderung gestellt hat, wie wollen wir in Ost und West mit den Gedenkstätten umgehen, soll es da einen Angleichungsprozess geben und so weiter und so fort. Also das war eine ganz interessante Debatte. Auf der anderen Seite ging es dann nachher um ja, die Anwendbarkeit des gefühlten Opferbegriffs auf den DDR-Antifaschismus. Und da sind dann doch sehr erstaunliche Diskussionsbeiträge gekommen, zu sagen, naja, das hört sich erstmal so an, als wenn das alles in der DDR ganz anders war, aber es waren eben andere Opfer, aber von den Mustern her gibt es da durchaus Ähnlichkeiten, nämlich die Frage der Täter, doch in gewisser Weise wegzudelegieren, in dem Falle eben nach Westdeutschland und die Nähe zu den Opfern für sich selber in Anspruch zu nehmen und sich dann auch in diese Tradition zu stellen. Und das fand ich eigentlich einen sehr erstaunlichen Diskussionsverlauf, weil er eigentlich am Anfang erstmal davon ausging, das liegt alles an der Westsozialisation, dass man sich halt mit den Opfern des Holocaust so stark identifiziert hat.
Da müsste man sagen, da ist Österreich natürlich näher bei der DDR als bei der Bundesrepublik, wenn es auch nicht die Opferidentifizierung ist, sondern die Österreich halt sozusagen auch als Staat sich selbst als Opfer definiert hat. Ja, also insoweit ist es, insoweit würde dann die Identifikation tatsächlich zutreffen. Ja. Also das wäre hier nochmal anders. Ja, gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann danke ich dir sehr herzlich für den Vortrag und für die Diskussion. Ihnen, euch allen fürs Kommen und schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt leider den nächsten Termin nicht im Kopf, aber Bela Raschke wird mit seinem Team das Februar, 14. Februar, Team Kohl, 14. Februar und Sie werden alle eine Aussendung bekommen. So sie noch nicht am Verteiler sind, draußen kann man sich eintragen und Sie bekommen dann die Nachrichten und News des Wiener Wiesenthal Instituts per Mail zugeschickt. Schönen Abend. Danke.